was ich schon lange nicht mehr gehabt habe, ist eine absolute Messi-Bude. Und das hier, das übertrifft alles. Das hier ist eine absolute Messi-Bude. Schaut euch das an. Hier liegt alles rum. Alles durchsucht. Bücher über Bücher. Die ganze Bude ist voll. Guckt euch das mal an. Alles voll mit Büchern. Alles durchwühlt, alles durchsucht. Unten ist noch schlimmer. Das ist eine absolute Messi-Bude. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber sowas ist absolut geil, manchmal auch zu filmen. Hier brauche ich keine Geschichte erzählen. Hier laufe ich einfach nur durch. Es ist einfach nur eine Messi-Bude. Voll mit Büchern. Alles voll mit Büchern. Alles durcheinander. Absolutes Chaos. Das ist richtig geil. Überall so kleine Zimmer. Alles ist vollgestopft mit irgendwelchen Büchern. Boah, ich weiß gar nicht, wer hier gewohnt hat. Keine Ahnung, wie kann man so wohnen in dieser Bude, dass alles so vollgestopft ist mit dem ganzen Zeug. Das ist einfach der Wahnsinn. Und dann so komische rote Rollos und überall so ein roter Schimmer in der Bude. Ja, da freut sich der Herr Doktor. Da freut sich der Herr Doktor, wenn er sowas sieht. Guckt euch das mal an. Guckt euch das hier an. Das war wohl mal ein Schlafzimmer. Alter Schwede, alles voll hier mit Zeug, die ganzen Klamotten auf dem Boden. Wahnsinn. Boah, heftig, heftig. Ja, und die Dame des Hauses, die hat sich das Kleidchen, das Oberteil, ne, für den Samstagabend schön zurechtgehangen. Ja, wer das wohl gemacht hat. Das Einzige, was schön ist, ist das Bücherregal. Ja, das ist noch aufgeräumt. Guckt euch das mal an, hier liegt alles rum. Und inmitten des ganzen Chaos, da steht ein Bügelbrett. Das heißt, sie hat wahrscheinlich auch noch gebügelt. In diesem ganzen Durcheinander hat sie sich ihr Kleidchen gebügelt. Ja, für den Abendball. Die Tapete kommt runter, aber sie hat sich in dieser Bude noch ihr Kleidchen gebügelt. Ja, das ist schon der Wahnsinn, ne? Dass man hier noch bügeln kann, ne? Heftig, 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 heftig. Aber dennoch schön anzusehen. Ja, auch hier pures Chaos. Pures Chaos in der Hütte. Seht ihr das? Das war wohl mal ein Ehebett. Hier haben sie drin geschlafen. Hier haben sie drin geschlafen, in diesem Ehebett. Hier haben sie drin geschlafen, alles durcheinander. Hier liegt alles rum, die ganzen Klamotten liegen hier rum. Die ganzen Klamotten liegen hier rum in dieser Hütte. Es ist einfach unglaublich. Ja, aber die Fenster sind geputzt. Wer hat diese Fenster wohl geputzt? Das ist Wahnsinn. In diesem Bettchen haben sie geschlafen. Hier haben sie es getrieben, in dieser Unordnung. In dieser Unordnung haben sie es auch noch getrieben. Die Unterwäsche, die liegt hier noch ungewaschen rum. Dreckig ist sie, sauer. Schaut euch das an. Und überall hängen hier noch Pullis auf Bügeln, ganz ordentlich. Ja, aber hier hat lange keiner mehr aufgeräumt, in diesem Schweinestall. Das ist ein richtiger Schweinestall. Aber geil ist das, das ist richtig geil. Ich glaube, das war das Nähzimmer, ne? Seht ihr das? Da steht eine kleine Nähmaschine. Hier hat sie Klamotten genäht. Ja, unfassbar, ne? Unfassbar, wie das hier aussieht. Wahnsinn, wie man so leben kann. Bah, totale Unordnung. Aber kein Mensch ist mehr hier. Kein Mensch ist mehr in diesem Haus. Ich weiß nicht, ob hier mal Kinder gelebt haben. Aber das hier, das sieht schon spooky aus, ne? Also das sieht echt spooky aus, was man hier so, die Puppen zurechtgestellt mit den Büchern. Ja, und hier geht's runter. Guckt euch das mal an hier. Boah, das ist der Wahnsinn, ne? Also Berge von Klamotten, Berge von Müll in dieser Hütte. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Aber stinken tut's hier nicht. Hier stinkt's nicht. Aber die Fenster sind auf und hier stinkt es nicht. Der ehemalige Eingangsbereich, seht ihr das? Das war die Haustür hier. War schon heftig, ne? Meine Güte. Wie man so leben kann. Ich denke mal, das war mal ein Büro. Also man kann es auf jeden Fall noch erkennen. Aber auch völlig durcheinander. Völliges Chaos in diesem Haus. Völliges Chaos. Seht ihr das? Das ist echt eine richtige Messi-Bude, ne? Ich möchte mal wissen, wer hier gelebt hat und warum diese Hütte
in einer guten Gegend hier so steht, ne? Das ist für mich unerklärlich. Guckt euch das an. Das war mal das Wohnzimmer. Auch hier völliges Chaos. Völliges Durcheinander. Ah, das ist echt der Wahnsinn, ne? Das ist eine richtige Messi-Bude. Boah, die alten Ledersofas. Boah, furchtbar. Was hier alles rumliegt. Boah, ein Durcheinander. Ekelhaft. Hier fängt es an zu stinken. Hier fängt es an zu stinken. Hier stinkt es nach alten Modder, nach Schimmel. Boah, mir wird hier richtig schlecht gerade. Das ist echt ekelhaft hier drin. Boah, und die ganzen Regale, alles noch voll mit alten Büchern. Boah, ich muss hier raus. Mir dreht sich gerade der Magen. Mir dreht sich der Magen. Das hier war wohl mal die Küche. Das hier war wohl mal die Küche. Meine Güte. Lebensmittel stehen hier noch rum. Irgendwelche Soßen. Die Schränke sind vollgestopft mit Medikamenten. Alles ist noch da. Alles ist noch vorhanden. Die Reste eines Lebens befinden sich in diesem Haus. Niemand weiß, wo die Bewohner abgeblieben sind. Welches Schicksal hat die Bewohner ereignet? Warum sieht das hier so aus? Warum haben die alles zurückgelassen? Haben sie so gelebt oder ist die Unordnung erst hinterher erstanden? Niemand weiß es. Niemand weiß es genau, warum das so ist. Boah, das ist echt der Wahnsinn. Aber es ist schon geil, sowas mal zu sehen. Also man sieht ja immer nur aufgeräumte Häuser, ne? Aber das ist echt richtig chaotisch, ne? Das hat was. Das ist richtig schön. Boah, was ist das denn hier, ey? Meine Güte, guckt euch das mal, wie das hier aussieht. Das ist echt Wahnsinn, ne? Überall Schrott, überall irgendwelche alten Klamotten. Boah, alles fliegt hier rum, alles durcheinander. Die ganze Bude ist vollgestopft. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Verwunderlich ist das diese kleine Spülecke für dieses Haus, weil eigentlich ist dieses Haus relativ groß. Hier liegen überall Gummihandschuhe rum. Keine Ahnung, was die mit den ganzen Gummihandschuhen hier gemacht haben. Frisches Wasser steht hier noch. Ob hier ein Obdachloser gehaust hat, ich weiß es nicht. Leute, ich stehe hier mitten im Garten der Messi-Bude. Das ist schon richtig schön. Wir haben blendendes Wetter. Und ja, eigentlich ist der Garten richtig cool von dieser Messi-Hütte. Und ja, ich kann das gar nicht verstehen, wie in so einer schönen Gegend so ein Haus total verkommt. Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall geil, ne?